This is GFL Football. Der Himmel über Kirchdorf vergoss große Tränen vor dem Abstiegsduell Wildcats gegen die Ingolstadt Dukes. Die Dukes können die Wildcats mit einem Sieg richtig tief in den Abstiegsschlamassel reinziehen. Erstmal die Gastgeber mit Quarterback Rex Dawson. Der findet Philipp Kodalle für 21 Yards. Die Dukes hatten die Partie mit einem Punt begonnen. Anschließend dann Dawson wieder auf Kodalle. Dawson, der neue Quarterback der Kirchdorfer, hat jetzt einen dritten Versuch und eins in Field Goal Reichweite. Aber er findet keine Anspielstation, wirft den Ball weg. Baris Dazar aus 39 Yards trifft nicht. Dazar vor ein paar Wochen mit einem 52 Yarder. Seitdem hat er kein Field Goal mehr verwandelt. Ingolstadt tat sich offensiv weiter schwer. Quarterback Corey Benedetto hier gesackt. Es folgte ein Punt. Also wieder die Gastgeber mit Running Back Thomas Probstmeier. Das sind 10 Yards. Anschließend dann der Handoff zu Andreas Ettner. Aber der wird nicht nur getackelt im Backfield, sondern er verliert auch noch den Ball. Mario Wokocza kommt mit dem Ball aus dem Getümmel raus und damit Ballbesitz für die Gäste. Benedetto läuft selber und das sieht richtig gut aus, bringt den Ball bis in die Red Zone, 30 Yards Raumgewinn. Aber danach gleich der nächste Spielzug, Benedetto schaut nicht auf den Ball, lässt den Snap fallen und die Kirchdorfer sichern sich das Leder. Keine Punkte im ersten Quarter und es gab auch noch zwei Punts zu Beginn des zweiten Quarters und dann wieder die Gastgeber mit Dawson und Madison Mangum. Der andere Neuzugang in der Offense der Kirchdorfer mit 19 Yards. Und dann sucht Dawson wieder Mangum, aber der fetscht den Ball ab. Und Ivan Michalik, der Linebacker aus der Slowakei, sagt Dankeschön, macht die Interception. Und hier kommt der direkt nächste Offensivspielzug der Ingolstadt Dukes. Benedetto auf Norman Schumm und das ist der Touchdown. 57 Yards. Die Gäste führten 7-0. Letzter Spielzug vor der Pause. Ein Hail Mary von Dawson Richtung Ingolstädter Endzone. Aber da ist Alexander Weisbeck und wehrt den Pass ab. Gute Nachricht für Kirchdorf. Maxi Langbauer, der Safety, der letzte Woche in Frankfurt schwer verletzt vom Feld gebracht wurde und ins Krankenhaus musste. Er konnte diese Woche schon wieder spielen. Kickoff zur zweiten Halbzeit. Christoph Sass mit dem Return für die Wildcats. Das sieht gut aus. Sass bringt den Ball bis zur 37-Yard-Linie. Danach sieht es nicht mehr so gut aus, denn der nächste Pass von Dawson landet in den Händen von Fred Payne. Der macht die Interception, rutscht dann aus, ist mit dem Knie am Boden. Also wieder die Dukes Offense, die langsam zu sich fand. Vor allen Dingen, weil Norman Schumm ein Play nach dem anderen machte. Hier fängt er den Ball für 17 Yards. Anschließend dann Benedetto, der selber läuft. Er war der erfolgreichste Ballträger seines Teams. Das sind 17 Yards. Dann dritter Versuch und Goal von der Kirchdorfer 18. Pass von Benedetto landet bei Schumm. Der versucht in die Endzone zu kommen, wird an der 2-Yard-Linie gestoppt. Also nur Fico-Versuch durch Pascal Grede aus 20 Yards Entfernung. Kick ist gut. Es steht 10-0 für die Gäste. Und dann rein ins vierte Quarter in einem spannenden Spiel. Aber die Gastgeber mussten punten. An andere Seite, dritter und 9. Benedetto auf Norman Schumm für 15 Yards. Und weiter geht's. Benedetto auf Anthony Mella. Ein verpasster Tackle später und schon ist es passiert. 22 Yards, Touchdown. 0-17. Also musste jetzt was gehen für die Wildcats. Vierter und 2, das ist Dawson, der improvisiert. Und dann sucht er den Mann, den er immer sucht, nämlich Madison Mangum, 33 Yards. Der pflückt den irgendwie runter. Super Play, hatte wieder angefangen stärker zu regnen. Aber direkt der nächste Spielzug nach dem Super Play, Pass von Dawson, Interception von Weisbeck. Und damit die letzte Chance für die Gastgeber vertan. Ingolstadt jetzt in der Lage, das Spiel nach Hause zu laufen. Das ist der Handoff zu Philipp Ponada. Guter Lauf von Ponada für 19 Yards.
Und finalisiert wird das Ganze von Benedetto und Anthony Mellor. Touchdown 0-24. Das war der Endstand. Die Dukes gewinnen also in Kirchdorf, schaffen den Anschluss im Abstiegskampf. Der wird richtig spannend. Die Dukes haben jetzt 4 Punkte auf dem Konto. München und Kirchdorf stehen bei 5 Punkten und die Allgäu Comets haben 6.